Am 5. Oktober erschien das Assassin's Creed Odyssey für alle gängigen Plattformen und mittlerweile ist das Vergangenheitssetting so weit von unserer Gegenwart entfernt, wie auch zu dem, was die Spiele früher ausgemacht haben. Heute möchte ich euch erzählen, was Assassin's Creed früher so berühmt gemacht hat, warum es mit heute nicht mehr zu vergleichen ist. Fangen wir an. Die Entstehungsgeschichte zu Assassin's Creed werden die meisten bereits wissen. 2004 kündigte Ubisoft Prince of Persia Assassins an und 3 Jahre später erschien Assassin's Creed. Ubisoft hatte die richtige Entscheidung getroffen und haben aus einem Prince of Persia eine neue Marke entworfen. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ein Meilenstein geboren wurde. Was hat Assassin's Creed für uns ausgemacht? In erster Linie natürlich die Vergangenheit. Durch Assassin's Creed bekamen wir die Chance, die verschiedensten Epochen unserer Erde nachzuspielen. Einer der Schöpfer der Serie sagte mal, es wird darauf geachtet, dass jede Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort stirbt. Und genauso war es in Assassin's Creed. Jedes Attentat konntet ihr euch im Internet nachschlagen lassen. Die Person starb im selben Jahr und am selben Ort wie im Spiel. Assassin's Creed erzählte Geschichten. Assassin's Creed machte die Vergangenheit unseres Planeten greifbarer und lebendiger als jemals zuvor. Ich habe durch Assassin's Creed mehr gelernt als in der Schule, weil man in der Schule den Zweiten Weltkrieg durchgekaut hat. Durch Assassin's Creed wurden alte Epochen schmackhafter, weil man auch mit historischen Leuten in Verbindung gebracht wurde. Da Vinci war in Assassin's Creed 2 noch ein unbekannter Künstler, als wir ihn kennengelernt haben. Blackbeard in Black Flag, einer unserer Kumpels, und das war einer der gefürchtetsten Piraten, die es gab. Was ich damit sagen will, ist einfach, Assassin's Creed hat uns die Vergangenheit näher gebracht. Und das wurde mit jedem Teil weniger. Aber die Geschichte ist nicht das Einzige, was Assassin's Creed ausgemacht hat. Die wenigsten von heute wissen, dass Assassin's Creed den Ursprung in der Gegenwart mit Desmond Miles hatte. Damals hatte die Gegenwart noch eine richtige Story und war wirklich wichtig. Es gab einen Grund, warum man in die Vergangenheit reisen konnte. Und diese Idee war wirklich Hollywood-reif. Denn im Spiel ist es so, dass jeder Mensch Spuren seiner Vorfahren in der DNA trägt. Und früher habe ich mich auch immer gefragt, kann das Realität sein, dass das wirklich so ist? Jedenfalls änderte sich das mit Assassin's Creed Black Flag. Und ab diesem Punkt erzählte sich die Gegenwart nur noch durch Sammelobjekten oder kleineren Sequenzen wie bei Syndicate. Ubisoft macht den Eindruck, dass man die Gegenwart von Assassin's Creed entfernen will, dass man nur noch auf die Vergangenheit bauen will, dass es dieses ganze Setting mit den Animus und so gar nicht mehr gibt. Und in meinen Augen hat man mit Assassin's Creed Odyssey nun diesen Schritt gemacht, dass man darauf langsam zugehen will. Denn ich kann mir nicht erklären, wie man sich plötzlich das Geschlecht eines Vorfahren aussuchen kann. Warum gibt es plötzlich Fabelwesen und Flammschwerter? Wie möchte man der Menschheit präsentieren, dass es früher Fabelwesen, die eigentlich erfunden worden sind von uns, früher wirklich gab? Dass es Flammschwerter gab? Dass es Übernatürliches auf unserem Planeten gibt? Wie möchte man das der Gegenwart beibringen? Wir müssen uns jetzt spätestens mit Assassin's Creed Odyssey damit arrangieren, dass die guten alten Assassin's Creed Zeiten vorbei sind und Assassin's Creed dem Mainstream verfallen ist. Und das merkt man auch beim Gameplay. Kennt ihr noch den Trailer von Assassin's Creed Unity, wie der Stealth dort im Fokus war? Das war dieses Jahr bei Odyssey gar nicht mehr der Fall. Bei der Ankündigung hat man Stealth noch nicht mal gezeigt. Dabei ist das, was Assassin's Creed so früher ausgemacht hat. Attentate aus der Deckung mit der versteckten Klinge, Gift, Wurfmesser. Dieses ganze Geheimnisvolle hat Assassin's Creed ausgemacht und mit Origins ist es nur noch eine Alternative geworden. Das hat man ja auch beim Kampfsystem gesehen, weil es auf 1 gegen 1 Kämpfe ausgelegt war. Ich hätte Assassin's Creed in Odyssey nicht erkannt, wenn ich gewusst hätte, dass es Assassin's Creed ist. Mittlerweile ist es bei mir so und der Reihe, vielleicht sollte ich sie sterben lassen. Mit jeder News, die ich von Odyssey erfahren habe, ich keine Lust mehr Origins zu spielen, weil ich weiß, wohin das führt. Das ist bei mir so gerade dieser Gothic-Effekt, den ich vor 10 Jahren hatte. Ich hatte meine Freude mit Gothic, habe mich dann so auf Arcania gefreut, weil es ja angeblich ein Nachfolger werden sollte. Es hieß ja Arcania Gothic 4 und dann war es kein Gothic. Man hat einfach nur noch den Namen drauf geschrieben, damit Geld druckt. Aber Arcania war
so an sich ein Scheißspiel. Ich habe es abgebrochen. Es ist einer der wenigen Spiele, die ich wirklich abgebrochen habe. Und mittlerweile bin ich bei Assassin's Creed fast beim selben Punkt. Da spiele ich lieber nochmal Assassin's Creed 2 und bringe mich etwas weiter in der Renaissance. Ich hoffe, ich konnte meinen Standpunkt klar machen. Ich wollte dieses Video unbedingt nochmal machen, um meine Sicht auf Assassin's Creed zu geben. Und jedes Mal, wenn ich auf Facebook irgendwas sehe von Assassin's Creed und dann die Kommentare, dass sie das feiern, denke ich mir nur, Kerl, Junge, spiel mal Assassin's Creed 2. Vielleicht auch noch Assassin's Creed 3. Da lernst du auch noch was. Aber spielen nicht Origins und Odyssey. Ich werde Origins natürlich noch weiterspielen und gucken, wohin das führt, aber ich habe wenig Hoffnung, dass es da nochmal die Wende gibt. Denn Ubisoft möchte eine Konkurrenz zu Witcher und Konsorten schaffen. Und es ist, kann ich mir gut vorstellen, auch schwer, wenn man dann auch wirklich diese Gegenwart am Anfang erzählt hat, dass es sich halt beißt. Und ja, was haltet ihr von Assassin's Creed? Feiert ihr die neuen Spiele? Seid ihr derselben Meinung, dass ihr sagt, nach Black Flag, das war nichts mehr? Da ist die Story auch schon ziemlich hinten dran gewesen und die Welt wurde größer und größer und größer. Wenn ihr jetzt noch mehr Sachen von mir sehen wollt, an der Seite habe ich nochmal ein Video von Gothic gemacht. Das ist schon über ein halbes Jahr her, da habe ich erzählt, wie ich mit Gothic groß geworden bin, dass es mein erstes Open-World-RPG war. Auf der anderen Seite habe ich dann Tomb Raider, da habe ich das Spiel von 2013 mit den aktuellen Kinofilmen verglichen. Ja, und mal gucken, vielleicht verlinke ich noch ein anderes Video. Schreibt eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin jetzt raus und Ruhe in Frieden. Ezio Auditore, du warst der Beste. Bis dann.